Oh, ich glaube, da ist ein Wurm dran. Jetzt ist er weg. Ich esse immer ganz viele Möhren. Viele sagen auch, du isst Möhren wie so ein Karnickel. Und übrigens, der Name aus dem polnischen Zajak übersetzt ins Deutsch heißt eigentlich Hase. Und da denke ich mal, haben wir heute das richtige Thema und ich den richtigen Gesprächspartner. Hören wir uns das mal an. Heute habe ich mal, man soll gar nicht mit vollem Mund essen, habe ich mal gehört. Heute habe ich euch einen neuen Gesprächspartner mal mitgebracht, die Chantal, die hat noch gar kein Video mit mir zusammen gemacht. Wurde schon assistiert, also oft haben wir, wenn wir hier ein Video machen und wir brauchen vielleicht mal was, noch irgendwie einen Futternapf oder ist ganz egal was, dann steht oft noch einer hier neben dem Video und gibt uns das dann mal ganz schnell an. Da hast du, glaube ich, schon ein, zwei Mal mitgemacht. Ja, habe ich. Und du arbeitest schon so rund 2 Jahre bei uns, ganz ist richtig? Genau. Und den Beruf hast du nicht gelernt, was hast du denn gelernt? Tiermedizinische Fachangestellte, heißt Tierarzthelferin sozusagen. Und wie lange ist da die Lehre? 3 Jahre. Also Tierärzte, da gibt es ja auch ganz verschiedene. Die lernen wohl meist Tierarzt, aber da gibt es auch Fachgebiete. Und da gibt es Fachtierärzte, die man nur Pferde, nur Rinder, nur Schweine oder sind auf Geflügelhöfen. Ich war in einer Kleintierpraxis mit Hunden, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen. Hauptsächlich Hunde und Katzen. Aber da hat man halt auch viel Kaninchen, gerade wenn die geimpft werden. Normal, wenn die kontrolliert werden, ob alles in Ordnung ist. Herz abhören, Ohren schauen. Ich höre ja sogar von Kunden hier, die gehen mit ihren Goldhamster und ihrer Maus zum Tierarzt. So was hast du auch schon auf dem Tisch da mitgehabt? Ja, Goldhamster hatten wir bei uns in der Praxis. Das ist ja spannend, ne? Früher war das so, da wurden ja wirklich Tiere als Wegwerfartikel benutzt. Wenn man sich das heute noch vorstellt, das war total grausam. Ich weiß sogar von Kunden, die sind mit ihrem Goldfisch in eine Tierarztpraxis gegangen. Klar, wenn kein Zoohändler in der Gegend ist, der ihm helfen kann, dann kann das im Allgemeinen auch der Tierarzt nicht immer. Es gibt Tierärzte, die sich da gar nicht mit beschäftigt haben und das natürlich nicht können, weil das Spektrum von so einem Tierarzt ist ja nun mal viel, viel größer als für einen Menschenarzt. Der Menschenarzt macht ja nicht Menschen, sondern der eine ist Zahnarzt, der andere ist Ohrenarzt und ich will die gar nicht alle aufzählen. Aber du warst in so einer Kleintierpraxis und hast dann wahrscheinlich auch ganz oft erlebt, dass die Tiere falsch ernährt, falsch gehalten worden sind und so. Das auf jeden Fall. Oftmals sind die halt einfach viel zu dick, weil die zu wenig Platz. Die Kunden. Ja, ich auch. Ne? Aber ich habe schon dran gearbeitet. Ja? Die Tiere sind halt oftmals zu dick, weil die oft auch falsch gehalten werden. Ja, ja, wie der Herr so ist Geschirr. Wenn der Halter so dick ist, dann sagt er, ja, komm, brauchst auch nicht leben wie so ein armer Hund. Aber Warnhund ist dann ein armer Hund. Aber wir wollten ja heute über Kaninchen sprechen. Zwerchkaninchen ist ja schon seit ganz, ganz vielen Jahren in. Also ich bin 46 Jahre Zoofachhändler und wir haben damals schon immer versucht, Zwerchkaninchen zu verkaufen. Zu der Zeit wurde ungefähr 1/3 aber immer so groß wie die Schlachtkaninchen, weil die Zwerge noch nicht rein als Zwerge gezüchtet worden sind. Jetzt haben wir hier Holländer. Und da hast du mir erzählt, Holländer sind ein bisschen anders als ein normales Zwergkaninchen oder ist das gar kein Zwergkaninchen? Ein Zwergkaninchen ist es nicht, sind normale Kaninchen sozusagen. Also ein Stallkaninchen für die Sensiblen, hören mal weg, in eine Backröhre? Ja, dafür wurden sie ursprünglich schon gezüchtet. Mittlerweile hält man die halt auch privat. Holländer aber muss ich dich mal unterbrechen. Ursprünglich gab es gar kein Zwergkaninchen. Das war ein Nutztier, was man eben nachher gegessen hat. Und irgendwelche Züchter haben dann einfach immer kleinere gezüchtet und dann gab es auf einmal einen ganz neuen Markt und diesen Markt habe ich miterlebt, dass der quasi geboren wurde. Mittlerweile sehen wir aber auch, dass viele Zwerchkaninchen viel, viel anfälliger sind als größere Kaninchen und die Trends ändern sich. Was ist an dem Kaninchen, an dem Holländer heißt er, anders? Die sind natürlich größer, weil es halt keine Zwergkaninchen sind. Aber die sind vom Gemüt her sehr ruhige Tiere und kommen auch von alleine zum Menschen sehr schnell. Also auch jetzt die Kleinen, wenn man an die Türe geht, kommen die von alleine. Und ein normales Zwergkaninchen tut das nicht, das ist scheu. Sind scheuer. Die brauchen sehr viel Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Ist aber doch eigentlich komisch, ne? Denn eigentlich hat man ja die ganz Kleinen dafür gezüchtet, dass sie ganz zahm sind. Und jetzt haben wir die Größeren, die ja eigentlich nur als Mittel zum Zweck gezüchtet wurden. Da geht
in der Zucht meist keiner in den Stall und streichelt die und liebkost die und die sind dann alleine ganz zahm oder fast zahm. Hat das mit der Rasse zu tun, dass, sagen wir mal, die bisschen dickeren sind meist eh ein bisschen gemütlicher. Mit der Rasse hat das zu tun oder ist das einfach diese Art, dass die so sind? Bei denen ist es vor allem die Rasse, ja. Weil die Holländer wirklich sehr vom Grundgemüt sehr ruhig sind. Ja, die Holländer meistens auch, die Menschen Holländer sind meist auch viel ausgeglichener, wenn die bei uns im Geschäft kommen. Wir haben also ganz viele Holländer, aber eigentlich heißt das ja Niederländer, denn Holland ist ja nur eine bestimmte Region. Jetzt sollen ja Zwergkaninchen eigentlich ganz kurze Ohren haben. Es gibt aber auch Langohrkaninchen, Hängeohr, Löwenköpfe und. Das sind aber alles Zuchtformen. Der Holländer auch? Der Holländer ist die Ursprungsrasse. Die gibt es schon ganz, ganz lange, die Rasse. Die hat sich an sich nie verändert. Und vielleicht ist das deshalb, dass die nicht überzüchtet sind und man immer weiter an den Genpool gearbeitet hat, um kleiner, um Schlappohren, um Löwenköpfe zu züchten, sind die tatsächlich vielleicht dadurch über diese Haltung sind die so ruhig geboren. Da heißt Holländer, weil er aus Holland kommt? Ja, die kommen ursprünglich auch wirklich aus Holland oder Niederlande. Die kommen wirklich aus Holland. Das ist ja mal schwer interessant. Deutsche gibt es auch, Deutsche Riesen, ne? Deutsche Riesen, ja. Ja. Das ist aber dann ein ganz anderes Kaliber. Ja, so 10 Kilo. Ja, und 10 Kilo. Und wie viel kriegen die so? So 2,5 bis 3,5. Na ja, das geht ja noch. Ne? Ein zu groß gewordenes Zwergkaninchen wird auch so groß. Aber wenn man das ja von vornherein weiß, ist das ja auch kein Thema. Du würdest die also noch vor dem Zwergkaninchen empfehlen? Tatsächlich ja, weil die so ruhig sind einfach. Und viele Kinder möchten ja auch einfach auch ein Tier haben, was die auch mal streicheln können. Ja, klar. Beim Zwergkaninchen kann man immer eins erwischen, dass der wirklich gar keine Lust drauf hat. Und bei den Holländern, wenn man dann, wie gesagt, an das Gehege geht, die kommen an, möchten gestreichelt werden. Ja, und wie halte ich denn jetzt solche Kaninchen? Genauso wie Zwergkaninchen oder weil das ein Stallkaninchen muss ja da draußen im Garten in den Stall. So ein Verschlag, wie man die so bei Kanickelzüchter kennt, oder? Wenn ich jetzt sage, boah, die sind toll, die möchte ich zu Hause haben, was mache ich dann? Wie also halte ich die? Draußen ist für die Tiere immer schöner. Man kann die natürlich auch im drinnen Sommer halten. Man darf die auch im Winter draußen halten. Man muss sie nur an die Temperaturen gewöhnen. Man kann jetzt nicht im Winter sagen, ich setze die jetzt einfach raus. Um Gottes Willen. Die sollten dann schon so Ende Mai rausgesetzt werden, dass die Temperaturen mitbekommen. Über den ganzen Sommer, die Hitze und kälter werden und Regenwetter. Und mal zugig und mal windig und langsam kälter werden. Und dann wird ja auch das Fell wahrscheinlich viel dichter. Ganz genau, dann entwickeln die ihr Winterfell. Aber ich muss sie doch, wenn ich einen Stall mache, muss ich die doch vor Wind und Wetter irgendwie schützen. Oder können die einfach durch den Regen laufen? Die laufen auch schon mal durch den Regen. Die sollten aber einen Rückzugsort haben, einen Stall, der isoliert ist, damit da kein Regen reinkommt, damit da kein Wind reinkommt, dass sie sich da einfach zurückziehen können, wenn denen kalt ist. Aber der Stall muss nicht erheizt sein? Nein, nur gut isoliert. Isoliert und unten Stroh oder gut Einstreu rein, Stroh käme da rein, ne? Ganz genau. Und wie halte ich die jetzt in der Wohnung, wenn ich jetzt sage, nee, draußen hat ja nicht jeder einen Garten oder einen großen Balkon? Wenn man jetzt so die normalen Gehege nimmt, die man so kennt, sollte schon mindestens 1,50 Meter mal 80 groß sein. Und trotzdem sollten die dann außerhalb des Geheges mindestens einen halben Tag laufen können. Das heißt im Zimmer? Zum Beispiel. Oder wenn man sagt, ich kann die auch in der ganzen Wohnung laufen lassen. So viel, wie man denen bieten kann, möchte. Ich habe gehört, dass einige Kaninchen, du hast ja gesagt, die sind sowieso viel zahmer, dass die aber so fast hören wie ein Hund. Man kann die rufen und dann kommen die in der Küche hinterhergelaufen oder im Wohnzimmer gelaufen, wenn man die ruft. Machen die das auch? Und sind die auch stubenrein? Gehen die zum Beispiel wieder in den Käfig zurück in ihre Toilettenecke, die die da drin haben? Das muss man denen einfach beibringen. Also die können stubenrein werden, da muss man einfach das dreckige Streu nehmen, packt das in die kleine Toilette, die man in der Ecke stehen hat und zeigt denen so, da müsst ihr hinmachen und nach einer Zeit gewöhnen die sich daran. Das sieht man ja auch, wenn man durch den Wald geht oder überhaupt durch die Landschaft und man sieht, da sind also Kaninchen, die erkennt man die Gegend daran, weil die Kaninchenköttel alle so im Groben auf einem Haufen sind oder in einer Ecke sind. Und da gehen die sogar in der Natur immer auf die gleiche Toilette und machen dahin. Ja, das wird natürlich auch einigen Tieren zum Verhängnis. Ich hatte also hier einen Falkner hier, da kommt also jetzt auch noch in Kürze ein Video. Der Turmfalke zum Beispiel kann genau die Toilette erkennen von da oben, wenn er da fliegt. Er kann also die Urinspuren sehen und er wartet dann da oben in der Luft, bis Kaninchen bzw. die Maus vorbeikommt, um die dann zu packen.
Aber das sollten wir uns ja als Hobbyisten dann so was nutzen. Ne? Einfach die Toilette, da ist er drin. Dann bleibt er wie lange in seinem Käfig, bis ich ein erstes Mal Freigang gibt, sofort? Oder sollte ich da erst ein paar Wochen warten? Ich würde schon mindestens eine Woche, zwei warten, dass die Tiere auch erstmal zu Hause ankommen können. Die sind ja auch gestresst, damit die wissen, das ist mein Rückzugsort, da habe ich meine Ruhe, dass sie sich erstmal an die Umgebung gewöhnen können. Ja, genau, die wissen dann, wo Futter und Wasser ist und ihre Toilette ist. Und wenn er mal daneben macht, schimpfe ich dann mit ihm oder hilft das nicht? Nein, das hilft nicht. Das hilft da nicht. Muss man einfach ein bisschen dranbleiben, dass man wirklich dann immer das Dreckige in die Toilette packt. Das ist einfach wichtig. Dass da immer etwas am Kaninchenkot dann da drin ist. Ja gut, und wenn ich die jetzt so züchten möchte, gibt es ja dann auch Leute, die kaufen sich zwei oder sollte man das eh? Sollte man auf jeden Fall. Einzelhaltung sollte man bei Kaninchen generell nicht machen. Die brauchen halt einfach einen Partner zum Kommunizieren. Die putzen sich gegenseitig. Aber ich kann auch mit dem sprechen. Ja, aber der versteht uns ja nicht. Wir verstehen ja seine Sprache auch nicht. Aber wenn der zu mir kommt, dann weiß er, der will gestreichelt werden und dann, das reicht nicht. Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Das wollte ich euch auch nochmal rüber erzählen. Wir haben immer wieder Kunden und sagen, ich beschäftige mich doch jeden Tag mit dem Tier eine Stunde und manchmal sogar zwei oder drei. Und dann frage ich, der Tag ist aber 24 Stunden lang. Was macht er denn die anderen 21 bis 23 Stunden? Und die werden auch beide zahlen, das ist gar kein Problem. Das ist einfach die Anschaffung, zwei Tiere halten, die sind dann nie alleine. Dann hat man auch selber nicht die Pflicht, jeden Tag ein, zwei Stunden mit dem zu kuscheln. Wohl in der Wohnung kann ich den auch laufen lassen, wenn ich gar nicht da bin. Wenn man alles abgesichert hat, so die Kabel zum Beispiel, dass sie nicht an Kabel gehen, kann man die auch so den ganzen Tag ruhig laufen lassen. Ist ja umso schöner für die Tiere, mehr Platz. Ja, auf alle Fälle. Und wenn er dann stubenrein ist, geht sowieso auf sein Klo, habe ich auch gar keinen Schmutz. Und Hund oder Katze lasse ich auch frei in der Wohnung laufen. Genau. Ja, jetzt aber Haltung. Halten am besten zwei, ein Pärchen, dann habe ich aber immer Junge. Ja, am besten kastriertes Männchen, wenn man jetzt nicht gerade züchten möchte. Und wenn ich züchten möchte, dann natürlich nicht kastriert. Genau. Und was passiert dann? Wie oft habe ich dann Junge? Wann passiert denn das? Also 3 bis 7 Mal können die im Jahr Junge kriegen, also schon sehr viel. Mann, ja. Und wie viele Junge kommen dann so ungefähr? 5 bis 15. Bis 15. Da wäre bei 5 Mal und 15. Werden einige. Das ist heftig viel. Also auch da sollte man sich das überlegen. Das ist ja ganz toll, mal so Babys großziehen. Wenn das Weibchen Junge hat, kann ich das Männchen dabei lassen? Die kann man dann noch zusammenlassen. Wenn das Weibchen ihre Ruhe haben möchte, dann zeigt sie das dem Männchen schon selber. Also, dann sitzt er alleine in eine andere Ecke oder im Häuschen oder so. Ja, so schön wie das ist, so ganz kleine, nackte Babys, die kommen ungefähr so groß auf der Welt. Ja. Und dann sehen, die sind dann nackt, haben die Augen zu und die säugen dann. Da darf man aber das Muttertier nicht so viel bei stören. Dann kann das passieren, dass die da aggressiv wird, sogar so aggressiv, dass sie die eigenen Babys auffrisst, wenn man da zu stark stört. Also besser gar nicht ran. Trotzdem ist das super toll, so ganz kleine groß zu züchten. Habe ich früher sehr häufig gemacht. Wichtig ist, wenn man so züchten will, man muss einen Abnehmer haben. Was mache ich mit 75 Kaninchen nach einem Jahr? Die Überlegung sollte man sich im Klaren darüber sein. Wenn man das nicht vorher geklärt hat und nicht dann einen Zoofachhändler hat, der Abnehmer ist, dann sollte man das Männchen sofort kastrieren. Andere kann man natürlich einen Wurf machen und kastriert den dann danach. Das ging dann natürlich auch. Aber besser ist sofort ein Pärchen, kastriertes Männchen und gutes. Ganz genau. Ja, prima. Das war eigentlich eine spannende Sache über ein ganz normales Kaninchen, was doch kein normales Kaninchen ist, einfach etwas anders. Wir machen noch einen Haltungscheck und dann sind wir für heute durch. Haltungscheck Holländerkaninchen, mal was anderes. Größe, ja, nicht die Länge, sondern das Gewicht wird, da das ja mal Stallkaninchen war, 2,5 bis 3,5 Kilo wird das schwer, kann aber auch noch ganz problemlos ein Kind tragen und streicheln und händeln. Die Gehegegröße sollte mindestens 1,50 m x 80 cm sein, unter der Voraussetzung, dass die Tiere auch noch außerhalb des Geheges gut laufen können. Denn Platz braucht er, da muss er ja lange drin sein. So ein Kaninchen wird ganz locker 10 Jahre alt. Die Geschlechtsreife ist bei den Kaninchen so bei 4 bis 6 Monaten. Man kastriert die dann meistens so im Alter von 10 Wochen ungefähr. Dann dürfen die auch sofort mit einem Weibchen zusammen. Das Spannende ist, die können 3 bis 7 Mal im Jahr Junge kriegen. Ob das so spannend ist, ob ihr das haben wollt, entscheidet ihr natürlich. Vorher kastrieren oder die Frage, wo kommen die Jungen hin? Denn in einem Wurf können dann
5 bis 15 Jungtiere sein. Das ist schon eine ganze Menge. Kaninchen sind Nesthocker. Das heißt, die Mutter säugt die Babys noch bis zum Alter von 4 Wochen ungefähr. Eigentlich ist das Futter Heu und Gemüse. Es gibt natürlich, wie wir ja haben, auch Presskorn. Aber da ist natürlich gepresstes Grün drin. Also ist das im Endeffekt doch Heu und Gemüse, was als Futter gegeben wird. Die Holländer-Kaninchen kommen, wie der Name schon sagt, aus Holland bzw. der Niederlande. Das Spannende, was wir bei vielen exotischen Tieren eben nicht haben, da haben wir ganz klare Begrenzungen auf die Temperatur. Die sind also ziemlich temperaturunabhängig zu halten. Das heißt, können im Winter bei Eis und Frost draußen bleiben, genauso im Hochsommer, allerdings nicht auf den Schlag umsetzen. Wenn man die wie hier bei uns erwirbt, dann haben die Raumtemperatur und man sollte die dann ungefähr auch bei der Temperatur erst nach draußen setzen oder wenn man sie mit in eine Wohnung nimmt, auch gar kein Problem. Eine Besonderheit bei den Holländern ist, dass die Farbgebung Plattenschecke genannt wird und das gibt es wirklich nur bei den Holländern. Dann, wie wir vorhin auch gesagt haben, sollten die Tiere niemals einzeln gehalten werden und am besten ein kastriertes Männchen mit einem Weibchen. Also ich fand das super interessant. Wir können so ein Video gerne öfter mal machen. Gerne. Also wenn ihr möchtet, dass die Chantal noch ein paar Mal mitmacht, schreibt ihr das einfach in den Kommentaren drüber. Wir sehen uns nächste Tage wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.